So, hallo, wir machen weiter bei Isaac. Repentance. Im letzten One hatten wir wunderschöne Synergieeffekte, die zwar überhaupt nichts mit Repentance zu tun hatten, sondern die hätte man auch schon in Afterbirth Plus sehen können, aber es war einfach wunderschön und ich habe es noch nie gesehen und insofern bin ich happy. So, ja, wir machen weiter und erfreuen uns der Dinge. Und jetzt weiß ich auch, warum ich beim ersten Mal direkt zweimal hier das einsetzen konnte, weil ich schon vier blaue Herzen hatte und die vier blauen Herzen sind die zweite Aufladung. Ne? Wenn ihr jetzt da hinguckt, dann ist jetzt die Leiste blau geworden und dann kann man da eben entsprechend jetzt noch eine Flamme sich holen. Werde ich natürlich nicht tun in diesem Falle. Wir holen uns erstmal, yo, das Ankh. Alles klar. Ein doppeltes... Wir brauchen 15 Münzen. Wir brauchen auf der Ebene 15 Münzen. Oh mein Gott. Ich werde alles tun, um auf der Ebene 15 Münzen zu bekommen. Oh, drückt mir die Daumen, dass wir das Geld... Oh, das wird jetzt so schwierig, hier 15 Münzen zu sein. Ich meine, die Ebene wird halt sehr klein sein. Wir sind... Ja, wir sind im Basement. Scheiße. Die Ebene ist so klein, ich werde hier keine 15 Münzen zusammen. Ich werde wahrscheinlich mal eine Münze bekommen. Ja gut, kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Okay, ich kriege eine Münze. Und wenn ich nicht mal... Okay, ich kriege auch eine Bombe. Ich wollte gerade sagen, wenn ich keine Bombe bekomme, könnte ich nicht mal die Donation Machine sprengen. Jetzt können wir es versuchen. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir Geld zusammen. Wir werden sehen. Das wäre mir natürlich ein Pläsier. Lass mich... Nein, meine Träne ist... Flamme ist weg. Wollte die eigentlich ein bisschen sparen. Aber was soll's. Aber ich werde die Münzen hier natürlich nicht holen, weil ich brauche meine Bombe für die Donation Machine. Okay. Jetzt wird's kritisch, was die Bombe angeht. Das Ding hätte ich natürlich auch ganz gerne. Schlüssel ist gut für den nächsten Itemraum. Ha. Wait, will ich das wirklich? Was macht das nochmal? Guck mal ganz kurz nach. Ich kenne das Ding. Ich. Ist das nicht ein Spacebar-Item? Nee, das. Was? Which attracts enemies and explodes after a period of time. Also das ist ein normales Rebirth-Item. Doch, es ist ein Spacebar-Item. Und zwar hat es drei Räume Aufladzeit. Insofern verbessert es unser Spacebar, unser Buch auf jeden Fall. Wenn ich jetzt halt wüsste... Wir gehen erstmal gegen den Boss auf jeden Fall. Vielleicht passiert da ja noch irgendwas Cooles. Geldtechnisch meine ich jetzt. Wenn ich jetzt halt wüsste, ob die Donation Machine mir genug Geld ausspuckt. Aber auf 15 Münzen kommen wird schwierig, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir mal ganz ehrlich. Also ich glaube, die Stopwatch kann ich mir abschminken. Kann die Donation Machine mehr wie 15 Münzen droppen? Ich brauche da 14. Mehr wie 14 Münzen droppen? Kann die das überhaupt? Ich glaube es fast nicht. Okay, wenn ich könnte die Bombe so platzieren, dass der Typ mitgesprengt wird. Ah, ich weiß nicht, ob das geldtechnisch... Wir werden es ausprobieren. Ich meine, ob ich jetzt die Puppe da mit... Oh, okay. Ach so. Klar. Ob ich jetzt die... Hä,
mal zwei Hearts und es geht nur eins dazu. Gab es nichts? War das nicht ein doppeltes HP? Keine Ahnung. Vielleicht hat es nur aufgefüllt. Kann auch sein. Ja, ich meine, wir werden es mal ausprobieren. Wir haben nichts zu verlieren im Prinzip. Also was soll's. Vielleicht habe ich Glück. Wenn nett, dann halt nett. Oh, wir können hier noch rein. Tja, es gibt wohl keine Münzen. Die Räume nicht immer so furchtbar dunkel werden. Wenn, würden die nicht rot leuchten, würde ich die überhaupt nicht gescheit sehen, ne? Na, ein Schlüssel. Okay. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber nicht, was ich wollte. Ja, ich fürchte, das wird keine... Das wird nicht, das wird nix. Wir probieren es aber aus. Nee. Nee. Nope. Dann nicht. Scheiß drauf. Ist egal. Ich habe alles getan, um die Stopwatch zu bekommen. Schreibt mir gerne, wenn ich noch mehr hätte tun können, um die Stopwatch zu bekommen. Ich hätte auf dem Itemraum spekulieren können und hier sprengen können. Das wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Ne? Und vielleicht da auf Münzen hoffen können, aber ich glaube, das wäre noch unwahrscheinlicher geworden. Ist egal. Wurscht. Ah, halt, ich bin komplett bescheuert. Jetzt gehe ich hier mit dem Herz wieder raus. Anstatt, dass ich mich hier wieder auffülle. Also, das war es wieder komplett. So, hier. Zack. Alter, 5 Minuten Basement 1. Ich bin der Speedrun-König. So. Egal. Ciao. Kein schlechtes Basement 1. An sich kein schlechtes Basement 1. Wir haben ein HP-Up mitgenommen. Wir haben ein Leben dazu bekommen. Okay. Curse of the Blind macht es jetzt gar nicht mal so attraktiv, hier reinzugehen. Achso, ich muss die hier aufmachen. Na, Curse of the Blind macht es gar nicht mal so attraktiv. Oh je. Da habe ich meinen Satanraum ziemlich sicher versaut. Satan sowieso schon mal, aber meinen Engelraum. Ja, ich meine, gut über... Oh! Wow. Wow. Wow, wenn ich für den Müll 2 Schlüssel geopfert hätte, ich hätte mir so in den Hintern gebissen. Das wäre es ja mal wie... Ah, wow. Aber sowas ist natürlich cool mit dem goldenen Schlüssel sofort. Da wird nicht lang gezögert. Da geht's direkt in die Masse. So. Erstmal der kleine Raum. Okay. Ach Mensch, solche Hits wollte ich sagen und Treffer und habe ich es vermischt. Solche Treffer regen mich echt auf, weil das sind so simple Gegner und von denen darfst du dich nicht treffen lassen. Also das ist halt, ne, das darf eigentlich effektiv nicht passieren. Das ist echt peinlich. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ja, aber das verstehe ich vollkommen, wenn man das sieht und sich sagt, Alter, der kann ja gar nichts. So. Okay, hier geht's in den Shop und in den Itemraum. Beides werden wir selbstverständlich besuchen, da wir ja eh den goldenen Schlüssel haben. Gibt's da gar keine Diskussion. Wir müssen erstmal durch den Raum hier durch. Der Raum dauert einfach jetzt ein bisschen. Das ist alles. Es ist ein nerviger Raum, aber nicht, weil er schwer ist, sondern weil er dauert. Dann haben wir Glück und die Stopwatch kommt gleich wieder. Das wäre doch was.
Okay. Oh. Oh. Shot. Hätte auch was Cooles drin sein können. Zum Beispiel Guppy's Head. Guppy's Head wäre nämlich eine coole Geschichte, nur wegen Spacebar-Item. Das sind ja alles Dinge, die man so als eine Aufladung benötigen. Das hätte ich gefeiert. Aber so natürlich nicht. So, ach ja, wir haben ja den Quatsch. Wir haben ja unbekanntes Item. Das könnte jetzt die Stopwatch sein, aber das sammle ich natürlich jetzt nicht ein. So, was haben wir hier drin? Wissen wir natürlich noch nicht. Splash. Naja. Das Holy Water. Das zerbricht ein paar Mal und hinterlässt einen lustigen Teich. Wenn es denn mal treffen würde. Naja, lassen wir es einfach. Lass mir das Holy Water einfach Holy Water sein. Ja, ja, er hat es geschafft. Fantastisch. Ja, ich meine, es ist nichts. Man kann damit nichts verkehrt machen, ne? Aber es ist jetzt auch nicht. Vielleicht ist es ein Item, was auch so eine Synergie. Nicht so eine Synergie, sondern so ein Teil von einer Verwandlung ist. Dann wäre es wieder ganz cool. Na, vielleicht kann man damit auch zu Seraphim werden. Weiß ich nicht. Hätte was. So, Ach, habe ich Herzen schon irgendwo rumliegen? Nein. Na, dann gehen wir jetzt halt so zum Boss. Dann kriegt er erstmal das Holy Water ins Gesicht und dann freut er sich vielleicht oder auch nicht. Ist aber auch egal, mehr haben wir hier eh nicht zu tun. Also wir können halt effektiv nichts anderes machen. Wir können effektiv nichts anderes machen. Okay, Monstro. Hier, Holy Water. Sehr schön. Wenn es natürlich so gut funktioniert. Dann hat das was. Tschüss. So, zack und zack. Evil up. Danke für die Bombe. Ach ja. So. Gut. Jetzt könnten wir hier nochmal kurz rausgehen und was sprengen. War da irgendwas zum Sprengen? Ich kann mich nicht erinnern. Gehen wir einfach. Gehen wir einfach. Wir gehen. So. Okay, Labyrinth. Wir sind mit diesen Caves dann durch. Wir müssen zwei Itemräume suchen. Habe ich nichts dagegen. Nice. Okay, mit der nächsten Runde gehe ich einfach durch. Das war jetzt nicht so dramatisch. Was ist eine normale Batterie? Die sah irgendwie anders aus. Haben die einfach ein neues Design bekommen? Dann hätte ich jetzt gewartet, sie einzusetzen. Einzusammeln! Oh, es sind einfach direkt meine ganzen Flammen weg. Was war das denn für ein Quatsch? So war das nicht gedacht. Ja, das interessiert euch nicht, das Holy Water. Das ist mir klar, weil ihr fliegt. So. Nice. So muss das. Okay, ich bin ein bisschen bedenken, dass mich die Dinger am Rand. Okay, was bist du denn? Eine Megabatterie oder was? Was macht die? Eine Batterie lädt einmal auf. Was macht die Megabatterie? Ah ja.
Ah, die macht... Ah, die macht eine doppelte Aufladung. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch zweimal, ne? Ohne, dass ich blaue Herzen... Ja, okay, ich verstehe. Okay, gab es die vorher auch schon, so eine Megabatterie? Manche Sachen, denke ich halt, kenne ich noch nicht. Und dabei hätte ich sie vielleicht schon gekannt. Na, das ist auch immer ein bisschen doof. Oh, cool. Ist das eine Stachelkiste oder kriege ich die einfach wirklich gratis? Ne, die war legit. Nice. Guter Raum. Würde ich wieder besuchen. Okay. Gehen wir weiter nach oben. Itemraum. Sehr schön. Ah, das Holy Water hat den schönen Effekt halt, dass die so stehen bleiben. Das ist ganz cool. So, was haben wir hier? Kenne ich nicht, nehme ich mit. Oder hat man das nicht sogar schon mal? Dogtooth Bark at Moon? Bisher sehe ich nicht, was es hätte tun können. An den Stats habe ich jetzt nicht hingeguckt. Also ich wüsste nicht, ob da sich was verändert hat. Sollte sich da was verändert haben. Ah, ich habe den Hund gehört. Kommt der Hund jetzt? Nö, irgendwie ja nicht. Was habe ich verpasst? Was war... Ich habe kurz den Hund gehört, oder? Ihr auch? Oder es war... Oder es war ein Soundeffekt und ich habe halt... Ne, weil man im Kopf dieses Bark at Moon hatte, hat man gedacht, man muss jetzt so einen Hund hören und es war einfach Einbildung. Hä? Warum? Doch. Ich habe den Hund wieder gehört. Ja, aber was... Aber was hat das jetzt für eine Bedeutung? Also man hört den Hund, wenn man in den Raum reingeht manchmal. Jetzt wieder nicht. Ach, Menschenskinder. Was bedeutet das? Heult der Hund, wenn man in einem Raum ist, wo... Oh, ich weiß es! Hier nicht? Hier schon? Hier nicht? Hier schon? Hier nicht? Hier schon? Und die Karte The Moon führt uns in den Shop. Der Hund heult in einem Raum, von dem aus man in einen Geheimraum kommt. Das macht der Dogtooth. Cool. Und jetzt heult er nicht mehr. Ist das Herz gerade vor mir abgehauen, weil das Herz so gesagt hat, nein, es reicht, wenn du ein halbes Herz nimmst, es reicht, wenn du ein halbes Herz nimmst. Du musst mich nicht nehmen, du kannst auch ein halbes Herz nehmen. Ist es deswegen vor mir abgehauen? Oder fantasiere ich mir irgendwas zusammen? Lustig wär's. Okay, kriegen wir es hin, dass die gesprengt werden bei dem Pilz? Bei dem Pilz, nicht bei mir. Jetzt! Oh. Ich will den Pilz damit sprengen. Jetzt! Oh. Jetzt! Ach. Hm. Jetzt! Oh, hat aber nichts gebracht. So, Shoppy. Karte. Map. Gut, ich würde eine Bombe noch mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn wir jetzt ein Item haben, was uns Geheimräume anzeigt. Denn der Hund müsste ja, der Wolf müsste dann ja auch noch zusätzlich, theoretisch, eventuell, den zweiten Geheimraum anzeigen. Also jetzt gut hören, ob er irgendwann mal bellt. Oder heult. Okay, ich bin hier ein bisschen vorsichtig. Hier könnte ich böse gesprengt werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich muss von der Seite den sprengen. Sehr gut. Und von der Seite die.
Sehr gut. Und von der Seite die. Und von da oben den. Gut. So, also raumtechnisch geht es hier vielleicht zum Boss oder zum Itemraum. Beides wäre möglich. Auf jeden Fall müssen wir einmal den Weg zu Ende gehen. Aua! Solche Treffer sind einfach so vermeidbar, ne? Ganz ehrlich. Das wäre fast schon wieder ein Treffer geworden. Okay, kein Hund, der heult. Ach, stimmt, wir haben ja einen Doppelboss. Okay. Kein Hund, der heult. Ich Ascor. Ja, okay. Den Raum fühle ich, allerdings. Ist jetzt auch nicht der genialste Raum. So. Gut, wir müssen jetzt erstmal weitersuchen und den zweiten Itemraum finden. Und wir haben noch sehr viele Räume vor. Oh mein Gott. Es gibt halt viele Möglichkeiten, ne? Es gibt hier ein paar Sackgassen und eine von den Sackgassen wird der Itemraum sein. Jetzt gehen wir erstmal den. Okay. Den Raum fühle ich auch. Der ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Ah, easy. Yes! Dann brauchen wir die anderen Räume eigentlich gar nicht ablaufen. Sind wir mal ehrlich, oder? Was könnte ich jetzt verpassen? Was könnte ich verpassen, wenn ich die Räume nicht ablaufe? Effektiv nix. Naja, effektiv schon. Effektiv könnte ich viel verpassen. Ach komm, wir gehen jetzt kurz durch. Wir haben eh schon, wir sind eh schon zeitlich jetzt genau beim Bosswasch angekommen, ne? Dann gehen wir kurz mal die Räume noch durch. Ich, immerhin lade ich damit ja auch mein Teil auf und könnte damit mehr Flammen spawnen. Die mir ja auch mehr Schüsse geben, wenn ich nicht ständig getroffen werden würde. Und das Ding ist, selbst wenn wir... Ich meine, ich hab genug Schlüssel. Aber jetzt, wo ich alles durch hab mit Schlüsseln, gibst du mir den goldenen Schlüssel? Wehe, es kommen jetzt nicht noch goldene Truhen. Ah ja, ihr könnt alle auf den gehen. Das ist in Ordnung. Wieso trifft eigentlich das Holy Water die nicht? Ah, doch tut's. Nice. Holy Water! Okay. Nice. Okay. Ja, wieder eine Flamme gespawnt. Noch kurz den kleinen Raum hier. Ja, auch kein. Alter! Mini-Pin. Der ist ja süß. Der ist ja echt süß. Aber erstmal hole ich jetzt ein Herzen. Ja, aber das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich kann hier erkunden gehen. Scheiße. Warum? No, 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 no. Jetzt holen wir aber sowas von Herzen. Huh. Gut, dass wir den Raum haben. Sonst hätte ich das jetzt nämlich auch nicht gemacht. Da hole ich mir einfach die Bad Trip Pille. Wie viel Pech kann man haben? Das war wirklich ein Bad Trip im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir haben immer noch mal 4 Herzen. Ich kann mich noch mal komplett heilen. Also wir können noch eine Runde gehen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mitgebracht. Ihr kennt mich. Ich bin zu neugierig. Und nachher bereue ich es wieder. Aber eigentlich ist ja der Sinn, ich will die Flammen aufladen, die ich die ganze Zeit verliere, weil ich getroffen werde. Genau die will ich aufladen, die ich immer wieder verliere. Ich weiß, wie irre das ist. Ich weiß es. Lasst mich. Und wir können den Stachelraum besuchen, weil wir können uns eh aufladen mit dem Herz. Wenn ich jetzt nicht ganz viele Herzen wieder verliere, dann können wir uns problemlos aufladen nachher. Und dann ist die Geschichte auch in Ordnung. Ne? Wir werden jetzt nicht in den Raum reinrennen, der mich komplett...
Wir werden jetzt nicht in einen Raum reinrennen, der mich komplett killen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es wird vielleicht nicht der erfolgreichste Raum und so, aber er wird uns nicht killen. Und insofern habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Ja, gib mir noch... Okay, der ist natürlich... Ich käme natürlich nicht ran, insofern wäre ich sauer, aber passt schon. Ja, der Raum ist auch jetzt nicht das große Problem. Wenn du mal aufhören würdest mit der Scheiße. Lul. Wenn ich jetzt hier sprenge, das tut mir weh, oder? Nein. Nice. Dann kann ich mir den holen und dann kann ich auch den sprengen. Okay. Kein blauer Stein. Gut, blaue Steine würde ich, glaube ich, eh nicht sprengen, weil es halt nicht so effektiv ist. So, was haben wir jetzt hier drin? Unsichtbare Gegner. Sehr stabil, unsichtbare Gegner zu bekämpfen. Macht es richtig Spaß. Und? Oh, ein blaues Herz. Nehmen wir auch noch mit. So. Holen wir uns die zwei blauen Herzen zurück und dann geht's wieder ab zum Boss. Was heißt eigentlich wieder? Es geht dann ab zum Boss. Jetzt können wir nochmal testen, was passiert, wenn ich mit einem vollen Herz nur ein halbes auffüllen würde. Ob die dann wirklich vor mir abhauen, das wäre ja lustig. Vielleicht liegt es auch an irgendeinem Item, was ich zusätzlich eingesammelt habe. Ich weiß es nicht. Das könnte es sein. So, also zack. Ne, die hauen jetzt nicht ab. Dann war es einfach ein Trollherz. Ist okay. Sollte ich jetzt beim Boss sogar nochmal zwei Herzen verlieren? Könnte ich sie mir sogar wiederholen. Wollte ich sagen. Aber ich dürfte bei Pestilence eigentlich keine Herzen verlieren. Berühmte letzte Worte, ich weiß. So viel dazu. So viel dazu. Yo! Der hat mich böse verfehlt, zum Glück. Ja, alles klar. Mein Damage ist halt nicht so cool. Beste Ausreden immer wieder. Alter! Ich dachte nicht, dass die mich trifft. Hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber was soll's. So, mach dich weg jetzt. Ja, die Fluggegner haben halt kein Interesse an Holy Water. Das ist schon klar. Okay. Ball of Bandages ist natürlich cool, weil es mich einmal schützt. So, jetzt holen wir uns erstmal das eine Herz zurück, dass wir wirklich mit vier Herzen zum nächsten Boss kommen. Und dann freuen wir uns noch eine Runde. Über Stain. Und wieder würde ich behaupten, Stain dürfte mir eigentlich nicht zu viel... Schaden zufügen können. Es ist ja nicht mal der schwierige. Es ist ja nur die einfache Variante. Es ist ja nicht mal der, der krass böse abgeht mit Brimstone und Scheiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Jetzt habe ich ihn endlich gefuest. Darauf, da wollte ich hin. Können wir das nochmal haben? Holy Water, kannst du bitte nochmal? Nice. Da wollte ich... Aua. Ja, aber da wollte ich hin.
Genau da wollte ich. Okay, Speed up. Nehmen wir mit. Bascht. Holen uns nochmal die Herzen zurück. Wir wollen ja nicht ohne die maximale mögliche Energie ins nächste Level gehen. Das wollen wir ja nicht, ne? Wer will das schon? Ja, und dann würde ich sagen, geht's weiter. In die nächste Ebene. Wir sind mit Bethany in... Oh. Okay. Das Schöne ist, die Map ist so gestaltet, dass wir recht fix durchlaufen können. Ich werde jetzt ganz viele Räume meiden. Okay, ich muss da hinkommen, ja? Ah, ich verstehe. Okay, das kriegen wir hin. Da ist dann auch der Curse of Darkness nicht interessant. So, dann gehen wir jetzt einfach nur noch in den Raum rein. Ne, wir müssen noch einen weiter. Einen müssen wir... hi! Einen müssen wir leider noch weiter, weil der unterste Raum könnte noch der Itemraum sein. Somit müssen wir den leider auch noch testen. Alter, der macht so kleine Sprünge, ich treffe den immer gar nicht. Jetzt. Oh, vorsichtig die Bombe holen. Ganz vorsichtig, okay. Einmal Flamme. Und einmal hier runter steppen. Okay, da wäre nix. Ah, ich kann direkt wieder raus. Ich wollte gerade sagen, ekliger Raum, aber ich kann direkt wieder raus. Sehr schön. Dann können wir die ganzen Räume hier am Rand nämlich in Ruhe lassen. Da gehen wir gar nicht erst rein. Und können einfach durchgehen. Okay. Auch kein schöner Raum. Hier fliegen zwei Bomben rum. Ich würde gerne die erstmal aus dem Verkehr ziehen. Ach, das sind keine Bomben, das sind die Dinger. Oder sind das Bomben? Doch, das sind Bomben, oder? Ja, es sind Bomben. Da ist die andere Quelle. Nice. Die haben ihn beide gesprengt. Jetzt habe ich nur noch die Dinger vor mir. Okay, so. Furchtbarer Raum. Ganz furchtbarer Raum. Okay. So. Dann gehen wir einmal hoch. Wir gehen dreimal hoch. Das machen wir. Wir gehen einfach dreimal hoch. That's all. Okay, die kann ich nicht kaputt machen, also muss irgendwo noch ein anderer Gegner sein, den ich besiegen kann. Wo ist noch ein... Da ist noch eine Fliege. Okay. Da ist der Stachelraum. Der interessiert mich. Okay, das ist wieder so ein Raum. Solange diese Räume keine Gegner haben, finde ich die Räume voll angenehm. Na, weil man da einfach durchlaufen kann. Es geht voll klar. So, was haben wir oben? Itemraum, perfekt, hier müssen wir hin. Alles richtig gemacht. Wir sind hier nicht umsonst. Vorsicht, vor dir! Okay, treffe ich die da drüben? Das wäre super. Okay. Die ist mir leider direkt ins Gesicht geflogen. Kann ich nichts machen. So, was haben wir hier? Vorsicht vor irgendwelchen Stacheln, die irgendwo rum... Ah, no. Der macht leider... Nein, ich kann den nicht mehr ablegen! Ich wollte gerade sagen, ich sammle es ein und lege es wieder ab. Es ist ja ein Space-Bereit. Jetzt habe ich eine 6er Aufladung. Scheiße. Aber dafür habe ich jetzt eine interessante neue Flamme. Wer weiß, was die Flamme... Ich meine, der Defiri rollt mir meine Items, die auf dem Boden liegen. Glaube ich. Ich gucke kurz nach. Ich glaube, der Defiri rollt die Items auf den Boden. Nein, Items, die ich habe. Der kann mich komplett... Der kann mich komplett resetten.
Oh shit. Oh und shit, ich hab bei der XL-Ebene überhaupt nicht auf die Geheimräume ge... Ach doch, klar. Da habe ich ja das Ding. Das war ja die XL-Ebene, wo wir den Tooth eingesetzt haben zum ersten Mal. Ich muss aber mehr auf den Hund hören. Ich habe bis jetzt nämlich den Hund nicht mehr gehört, aber wahrscheinlich gab es bisher auch keinen Itemraum mehr. Geheimraum. Entschuldigung, ich laber Scheiße. Alles gut. Ich merke es ja selber. So. Aber das heißt, ich kann jetzt auch keine Flamme mehr spawnen, weil sobald ich den D4 einsetze, reroll ich mich. Moment, dann reroll ich auch das Buch. Richtig? Er rerollt ja alle... Ich möchte auch das Holy Water eigentlich nicht verlieren. Er rerollt im Endeffekt ja alle Items, die ich habe. Nee, ich möchte bitte ein anderes Spacebar-Item wieder haben. Lieber Shop, hast du bitte ein neues Spacebar-Item für mich? Nein, aber BFF nehme ich mit. BFF nehme ich sowas von mit. Ach, hier, was? What? Aber ich komme hier gar nicht ran. Also ist hier oben ein Geheimraum, aber in den komme ich gar nicht... Hä? Kann doch gar nicht sein. Was wäre das denn für ein komischer Geheim... Hä? Will der mir irgendwas anderes mitteilen? Also ich teste es gleich nochmal, wenn ich in dem anderen Raum bin. Oh, Moment. Einmal bellt er und einmal... Oh, ich glaube, der kann noch mehr. Ich habe da gerade eine Idee. Muss da gleich mal was testen. Aua. Scheiße, wir haben keine Energie mehr. Einmal bellt er und einmal heult er. Hier hat er geheult. Jetzt ist die Frage, ob hier oder hier unten. Ich würde eher sagen, hier. Das ergäbe mehr Sinn. Ja. Ja, genau so eine Scheiße habe ich befürchtet. Okay. So, aber wenn er bellt, heißt das, in einem der Totenköpfe ist was drin? Ist es sowas? Ich probiere mal, die zu sprengen. Weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Hier ist ja keine andere Möglichkeit für einen Geheimraum. Und der hat gebellt. Was bedeutet bellen? Yo! So ein Geheimraum kann er auch aufspüren. Ist das zum Black Market? Was ist jetzt passiert? Da waren Gegner wahrscheinlich. Scheiße. Ah, Energie ist nicht so geil, ne? Ich meine, wir haben das Ankh dabei. Aber ich würde eigentlich schon gerne jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Tatsächlich. Was haben wir hier? Ich komme einfach durch zum Boss. Da drüben ist nur eine Bombe, mehr ist da nicht. Ich komme einfach durch zum Boss. Ich habe halt nicht viele Möglichkeiten. Ich könnte mir ein Herz kaufen im Shop. Ich hole mir kurz das Herz im Shop. So, und jetzt hoffe ich, dass wir den Boss schaffen. Ich traue mich nicht, den Reroll zu aktivieren. Den Reroll löse ich wirklich erst auf, wenn es nicht mehr anders geht. Okay, Brownie. Wir müssen Brownie ganz oft einfach mit dem Holy Water treffen. Genau so. Aua. Aua. Booster Pack. Ah ja, das war das hier. Das Booster Pack.
Ist da sowas wie The Lovers dabei? Das wäre cool. Chariot. Two of Diamonds werde ich mitnehmen in die nächste Ebene auf jeden Fall. Da darf ich nicht rangehen, sonst verliere ich Herzen. The Stars. Oh, Stars ist auch nicht, aber ich habe Schlüssel, das ist okay. Lovers. Oh mein Gott, yes. Oh Gott, so gut. Okay, Two of Diamonds nehmen wir mit. Und das werden wir dann vor dem nächsten Job einsetzen. Hanged Man ist einmal fliegen. Nee, sehe ich jetzt nicht so. Okay, wir haben nochmal Glück gehabt. Was die Energie angeht, sind wir nochmal ein bisschen besser dran. Curse of the Maze. Ich könnte jetzt also bei Mom rauskommen, wenn ich Pech habe. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich könnte bei Mom rauskommen mit einem Schlag. Okay, Geheimraum. Gleich mal Bombe setzen. Eieiei. Ein Schlüssel für mich. Kein Schlüssel für den Typ da oben. Aua. Nice. Schön beide da drin landen. So ist es gut. Mach dich weg. Komm. Nein. Hör auf. Böse. 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 So. Okay. Interesting. So. Hund hat auch nicht geheult, also nichts Brauchbares in den Totenköpfen. Wobei der wahrscheinlich nur bei so einem zusätzlichen Ausgang heult. Der wird jetzt nicht heulen, wenn eine Kiste in den Dingern drin ist. Was auch cool wäre, so ein kompletter Detektor. So ein Secret-Detektor einfach. Alter! Was willst du? Hör auf! Der Minipin macht mich fertig. Der süße Minipin. Ah ne, das ist noch ein anderer Pin. Okay, ich reroll. Okay, er rerollt nicht die Spacebar-Items. Ich habe gehofft, er rerollt jetzt meine Herzen und so, aber jetzt habe ich natürlich ganz andere Voraussetzungen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich alles habe. Was habe ich denn jetzt alles? Ich habe ganz anderes Zeug. Ich habe auf mehr Herzen und so gehofft, jetzt habe ich nur noch 3 Herzen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ah, ich habe den Typ dabei. Ich meine, ich habe durch den Reroll jetzt ganz viele Flammen um mich rum bekommen. Aber ich bleibe halt bei einem halben Herz. Und mein Ang ist weg! Ich habe mein Leben rausgehauen. Ich habe mein Leben rausgehauen. Könnte ich jetzt auch... Okay, das müssen wir ausprobieren. Könnte ich jetzt eigentlich... Für 5 blaue Herzen nochmal rerollen? Also ist das nicht nur jetzt... Das wird funktionieren. Ja. Okay, ich habe jetzt richtig viele Herzen. Leider sind sie nicht aufgefüllt. Aber die... Okay, die Schüsse sehen auch nice aus. Oh, ich muss die Herzen aber auffüllen. Lol, da ist ein Brimstone-Feuer dabei, oder was das ist. Ja. Da sind Brimstone-Feuer dabei. Sweet. Aber ich muss jetzt... Oh Gott, ich muss... Oh Scheiße, ich brauche Energie. Ich brauche Herzen. Ich habe keine Herzen. Das ist das Problem. Und mein Tooth ist jetzt natürlich auch weg, der mir sagt... Oh, aber ich kann. Okay. Okay. Ich weiß, es ist viel zu früh für Two of Diamonds, aber ich hoffe auf Herzen. Ich habe nämlich gesehen, ich habe die Leiter. Ich hasse alles. Gib mir Herzen. Oh, yes. Jetzt fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Ein ganz kleines bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay, jetzt sind wir hier gelandet.
Wir müssen wieder hoch. Oder wir müssen in den großen Raum und mal gucken, ob da unten der Itemraum oder der Bossraum ist. Da ist der Itemraum. Wir müssen den Raum hier schaffen. Nein, mein Holy Wort ist jetzt ja auch weg. No. No. Und meine Brimstone-Flamme hat sich auch verabschiedet. Nein, mein Holy Water. Oh, no. Ich meine, die HP-Ups sind richtig nice, aber ich brauche sie, ich müsste sie halt auch haben. Ne? Das ist ein Problem. Das war ein böses Downgrade, der D4. Der D4 war ein böses Downgrade diesmal. Das kann auch ganz anders laufen. Ich weiß. Es kann auch ganz anders laufen, aber das war jetzt ein böses Downgrade. Also, theoretisch war es kein böses Downgrade. Dadurch, dass ich das halt mit einem halben Herz gemacht habe, war es ein böses Downgrade. Ich meine, wir haben wieder eineinhalb Herzen. Wir sind im Moment noch ein bisschen safe. Aber ich werde hier den Teufel tun und darüber gehen. So. Bei meinem Glück portet's mich jetzt, bevor ich in den Itemraum gehe, zu Mom. Oder irgendwo anders hin. Okay, was ist das? Sticky Fear. Oh, wow. Das wird jetzt den Run retten, dieses Item. Das wird jetzt den Run retten, meine Freunde. Oh, Scheißen. Vor allem, dass mein Anke. Ich habe so viele gute Items rerollt. Das war so dumm. Okay, ich habe irgendeinen Slow-Effekt. Ach ja, ich habe natürlich einen Slow-Effekt drin. Ich habe das Sticky Feet gerade eingesammelt. gib mir Herzen, bitte. Okay. Vorsichtig. Oh Gott. Oh Gott. Die Stacheln gehen nicht weg. Und ich muss immer wieder durch den Raum, wenn ich in dem Raum landen sollte, wieder. Oh, nee. Oh Gott, was ist das denn für ein fieser Raum? Ja, genau deswegen. Alter, nee. Ich möchte nie wieder in diesem Raum landen. Bitte. Bitte nicht mich treffen. Danke. Shop. Der Shop nützt mir aber nichts. Ja, der Shop nützt mir überhaupt nichts tatsächlich. Ich habe nur zwei Münzen. Oh nein, ich habe so viel kaputt gemacht mit diesem einen D4 einsetzen. Oh Gott, 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 schon wieder Pin. Ja, das war's. Ach, Mist. Der Run lief echt gut am Anfang. Verfluchter D4. Aber ich hatte halt so oder so nur noch ein halbes Herz. Also ich hatte nicht viele Optionen aus der Situation raus. Oh, wenn man mal ein bisschen besser spielen würde. Na, das wäre schön. Na gut, wir haben wieder ein paar neue Items. Naja, für uns neue Items kennengelernt. Ich glaube aber dieser... Ich gucke jetzt wieder nach. Ich glaube, diesen Tooth gab es schon. Diesen Hundezahn-Dingens. Ich könnte mir denken, das ist ein Afterbirth-Item oder Afterbirth Plus vielleicht. Ich schau mal nach. Ja. Ah nee, das ist was anderes gewesen. Ach doch, 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 da ist er. Dogtooth, genau, ist ein Afterbirth Plus Item. Plus 0,3 Damage Up, plus 0,1 Speed Up. Ja, bei einer Trapdoor bellt er und bei einem Secret Room heult er. Coole Idee. Ich hätte ihn gern behalten. Ah, Mann. Ach, Mann. Ich glaube, den D4 einsammeln war der größte Fehler schon, weil ich dadurch auch keine Flammen mehr spawnen konnte. Na, weil ja jedes Mal D4 einsetzen hätte mich rerollt. Ich hätte jetzt weiter rerollen sollen, bis was Brauchbares gekommen wäre. Ich hätte noch zwei Rerolls gehabt. Na, ich hatte noch 10 blaue Herzen. Ich hätte noch zwei Rerolls gehabt. Nee, Quatsch. Es hätte jetzt wahrscheinlich nur noch...
Also aus der Position jetzt zum Beispiel hätte es wahrscheinlich nur ein blaues Herz gekostet. Weil die Leiste bei grün, 5 Grünen ist. Ich weiß nicht, wie das zählt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich denke, so hätte es funktioniert. Dass man den Rest sozusagen dann als blau auflöst. Ich denke, so hätte es funktioniert. Ja, egal, war scheiße. War einfach eine blöde Entscheidung. Naja, was willst du tun? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.